Kannst du ein bisschen anheben? Nur ein bisschen, nur ein bisschen. Weiter, 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 weiter. Ah, das hat sich hier verkeilt, siehst du? Ah. Ganz kurz. Was? Wenn du das hier machst, ne, ist ja auch Spannung. Das ist dann so irgendwie, ich hoffe, so Fresse knallt oder so. Dass man hier nicht aufhört. Das würde wenigstens den Content ein bisschen aufwerten. Ja. Willst du lieber nicht hier auch machen, damit es dann... Ey, kannst du halt mal deine Fresse halten? Ich bin hier am Arbeiten, ne? Richtig. Ja. Wenn du das machst, dann fällt auch das Auto und dann hier die Klappe. Ja, dann ist doch okay. Content, Mann. Content. Wow. Bam. Und? Sind wir tot? Nein. Schade. Schade. Ich wollte sterben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße, Mann. Sascha. Sascha, warte, warte. Bro, halt es ein bisschen auf Spannung, weil der Gurt muss ab. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt wird's richtig gefährlich. Die letzten Sekunden von Chabo. Falls ich draufgehen sollte, schneid du das Video für mich. Aber du kannst nicht schneiden. Deswegen darf ich nicht draufgehen. Kannst du noch ein bisschen höher machen? Hä? Jetzt gib ihm. Okay, dann fahre ich mal los. Ja, versuch mal die Tür ein bisschen zuzumachen. Schlau, yo. Ich arbeite hier mit den schlauesten Leuten zusammen. Alle kein Abitur, aber schlauer als Abitur. Azubi! Azubi! Ey, du musst das miterleben. Bitte? Du musst das miterleben. Ja. Komm rein. Doch, du kannst dich hier hinknien. Das schaffst du, Mann. Das ist nicht schlimm. Ey, meine Hose geht kaputt. Oh, was eine Heulsuse, deine Hose. Ich kauf dir eine neue, komm. Ja gut, dann fahr ich alleine, Jungs. Egal. Ihr habt genug gemacht. Ohne Scheiß. Hier ist ein bisschen Glas im Lenkrad drin. Oh, wie geil, ey, wie geil. Ein Traum geht in Erfüllung. Da ist mein Drecksfeld. Das hat sich gelöst. Ganz langsam, Junge. Ganz langsam. Sonst hicke ich hier mein Auto, Alter. Uejo. Boah, ist das geil. Heftig, heftig. Woo! Hallo, guten Tag. Das ist mein neues Auto. Hi. Ja. Also das Auto ist echt erste Sahne. Und ich glaube, es gibt nichts Vergleichbares in Deutschland. Selbst ein Lambo Aventador, Lamborghini Ferrari XJC hat nicht dieses Charisma wie dieses Fahrzeug. Ah, dieser Sound. Ich versuche mal jetzt Vollgas zu geben. Ich weiß nicht, was dabei rauskommen wird. Wahrscheinlich nur Dreck. Nö, kein Dreck. So eine Dörne, komplette Dreck. Ja, ich sag mal so. Auf einer Skala von... Boah. Ja, auf einer Skala von After bis Dreck schätze ich dieses Fahrzeug mit kompletter Müll ein. Alter. Wir haben echt ein Meisterwerk kreiert wieder mal. So ein schönes Auto bei dir auf dem Kanal gesehen. Das stimmt. Das ist wohl wahr. Ich würde sagen, wir lassen das so. Es gefällt mir besser, als wenn wir jetzt das komplette Dach abmachen. Kannst du mir bitte helfen? Geh weg von mir. Oh, Digga, hier ist ein scharfkantiger Schalt. Verpiss dich von mir. Geil, geil, wirklich geil. Wir haben etwas kreiert, das noch nie jemand kreiert hat. Und jetzt mal ehrlich, wenn ich dir jetzt ein Lambo vor die Tür stehe, oder sagen wir mal ein Ferrari. Nein, sagen wir ein Bugatti. Was würdest du nehmen? Das Auto? Ferrari ist krasser als Lambo und Ferrari. Ferrari ist krasser als VW, ja. Guck mal hier. Nee. Mein Auto scheißt sogar. Aber ich glaube, ich habe mir an den Arsch gefasst. Ich glaube, das ist sogar meine Kacke. Ich war dran. Ja, definitiv. Und, ja? Das ist meine Scheiße. Riechst du auch mal? Nee, Sonny. Ja, was würdest du nehmen? Würdest du jetzt eher so einen Bugatti bevorzugen oder dieses Prachtexemplar? Die Frage sollte eher lauten, was ist ein Bugatti? Ich mag jetzt ein Mittel-Tro. Intro war gestern. Hallo und willkommen zurück, meine süßen Knuddelbärchen. Heute werden wir das Dach komplett abflexen. Ich fange schon mal an. Sascha kommt auch gleich dazu. Und wir haben auch was anderes vor heute. Und zwar, warte mal, bevor ich hier anfange zu flexen. Ey, wo ist überhaupt das Teil? Wie geht überhaupt die Flex an? Also, ich kenne mich hier nicht so gut aus. Sascha, hier fehlt was. Ja, dann habe ich hier ein paar Sachen gekauft. Einmal hier Kaffeebohnen, die besten Spaghetti La Pasta Cassia, Kochdauer 8 Minuten, so schmeckt Italien. Dann haben wir hier die schärfsten Peperoni der Welt, gegrillte Peperoni. Milch haben wir am Start, Spüli haben wir am Start. Nochmal Spüli? Digga, ich habe zweimal Spüli gekauft. Ah ne, das hier ist Zitronen-Rosmarin-Duschgel. Dann
Ah, das gehört Azubi. Azubi, das gehört dir. Das machen wir nicht ins Auto rein. Aber dafür diese schmackhaften Gönnergy-Drinks. Ich gönne mir mal kurz ein. Ich bin kein Energy-Drink-Trinker. Überhaupt nicht. Ich hasse Energy-Drinks. Die Power hol ich mir ganz woanders. Und zwar, wenn ich mein ADHS hier freilasse. Ich probier mal kurz. Boah, ist das süß, Bruder. Schmeckt ein bisschen nach Spülmittel. Gelb. Ja, nicht so meins. Und rot. Rot schmeckt, ist ziemlich süß. Und? Kann man sich gönnen, geht. Ja. Kann man, aber nur wenn man halt auf Energy Drinks steht. Schmeckt aber nicht so typisch wie Energy. Ich krieg davon übelst Herzrasen, das ist gar nichts für mich. Deswegen werden wir das heute in diese Dreckskarre reinkippen und dann werden wir schauen, was passiert. Es wird wahrscheinlich gar nichts passieren. Oder das Auto hat am Ende auf einmal mehr PS als Montana Blacks Lambo, wer weiß. Ja, das sind die ganzen Utensilien, die ich dabei habe. Und jetzt flexen wir das Dach ab. Das tropft, Bruder. Das gute Zeug. Ja. Das tropft. So, wo ist die Flex? Hier ist die Flex. Aber ich brauche noch den Pimmel für die Flex. Wo ist der Pimmel? Pimmel! Pimmel! Sascha! Sascha! Tja, der Pimmel hier fehlt, aber gut. Sascha kommt ja gleich. Ja, dann fangen wir an, die Sachen ins Auto zu kippen. Komm her, Bro. Wir machen hier die schmackhafte Motorhaube auf, die eh schon komplett am Arsch ist. Ja, top. Deswegen habe ich das gemacht. Siehst du? Ich habe das Dach vom Auto extra zur Seite gekippt, damit ich die Motorhaube wieder normal aufmachen kann. Aschenuhr. Wir tunen das Auto jetzt. Mit Kaffeebohnen, ja. Das ist das Geheimrezept von Chabo. Kaffeebohnen, Milch, gegrillte Pepperoni und Gönnergy. Und somit holst du die meiste Leistung aus dieser Dreckskarre heraus. Und ganz wichtig, die Dosierung. Und wenn man die verkackt, dann funktioniert das nicht. So. So. Noch ein bisschen. Kaffee ist drinne. Dann ein bisschen Milch. Verwendest du das privat noch oder nicht? Ich verwende es doch gerade privat. Das ist doch mein Auto. So, ein paar Peperoni rein. So, reinschieben. Ich kann dir jetzt schon mal sagen, mit diesen drei Zutaten hat das Auto locker schon 400 PS mehr. Spaghetti direkt aus Italien geholt. Ich war gestern dort. Ungefähr. Alter. Oh, scheiße. Ungefähr so viel. Das reicht. Rein in den Motorraum. Zitronen-Rosmarin, ganz wichtig. Zitrusgeschmack, riech mal. So, hier rein. Das reicht. Und ein bisschen Spüli. Jetzt Gönnergy. G steht für PS. Einmal das Blaue. Gib ihm. Ich habe bisschen was verschüttet. Ist aber nicht schlimm. Ich habe noch eine Dose da. Und noch den roten. Perfekt. So. Und jetzt starten wir das Fahrzeug und schauen, ob es läuft. Ich weiß nicht, wieso du lachst, Bruder. Hier ist nicht lustig. Überhaupt nichts. Okay. Einmal rein. Guck mal jetzt, was ein Sound rauskommt. Du bist dir gar nicht bewusst, was jetzt auf dich zukommt. Überhaupt nicht. 3, 2, 1. Komm mal her. Ja. Der Motor ist zwar ausgegangen, das ist normal. Ja. Man muss ihn einfach nochmal starten. Normalerweise. Ja, ja, der läuft. Normalerweise kommt die Umdrehung nur bis 4000. Mhm. Ich habe hier gerade die 8000 gekitzelt. Fick deine Mutter, du Verpiss dich, du Hurensohn!